bedanke mich zunächst von meiner Seite für die Einladung, an dieser eindrücklichen Tagung zu sprechen, einmal mehr hier und wie immer natürlich zu einem Thema, das mit meinem Fachgebiet, mit Recht zu tun hat. Also ich komme aus dieser Zunft, die bei Diskussionen über Alternativen zum Staat nicht besonders in Erscheinung tritt, üblicherweise. Im Gegenteil, Soziologen, Ökonomen, Politologen, Business People sind ja gerne bereit, über grundsätzliche Alternativen nachzudenken, vielleicht sogar ohne den Staat das Ganze zu organisieren. Aber spätestens, wenn dann die Juristen auf den Plan kommen, auf den Plan treten, dann heißt es ja, nein, das wäre vielleicht schön, aber vergesst das, zumindest für die Rechtsordnung. Für alles andere vielleicht nicht, aber für die Rechtsordnung braucht halt eben diesen einen Fixpunkt und der muss stark sein, sonst kann er sich nicht durchsetzen. Also das ist so üblicherweise, was von den Juristen kommt. Ich sage das Gegenteil. Und ich sage das jetzt nicht. Gerd Habermann, was meinst du dazu? Aber nein. Du hast ja schon zwei präventive Verteidigungsangriffe geführt. Wir kommen sehr gerne darauf zu sprechen, auch in der Bar heute Abend dann noch. Ich sage das Gegenteil und zwar nicht jetzt irgend aus einer Laune heraus. Ich kann auch nicht irgendwie erzählen von diesem Damaskus, das ich mal hatte, als ich plötzlich merkte, ja, nein, eigentlich ist das Gegenteil richtig, sondern das hat sich ergeben ganz normal aus meiner fachlichen Tätigkeit. Also wie Sie sehen, ich bin praktizierender Rechtsanwalt und Notar, habe daneben aber auch immer die Wissenschaft gepflegt. Ich hatte immer ein Standbein auch in der Wissenschaft, an der Universität und diese Kombination ist ja auch interessant und vor allem hat sie mit der Zeit ganz natürlich dazu geführt zu sagen, nein, das stimmt ja so gar nicht. Und darüber möchte ich jetzt eben berichten, nämlich wenn wir jetzt in dieser ganzen Runde über Zukunftsmodelle, das ist ja das, was wir jetzt in verschiedenen Referaten vor uns haben, in dieser Runde in die Zukunft schauen, in eine hoffentlich postsozialistische Zukunft, das ist ja unser Interesse. Wie sieht es da mit der Justizordnung aus, mit dem Justizsystem? Und da sage ich ganz kurz und simpel, da geht es dann eben um Recht und nicht mehr um Staat. Recht statt Staat. Das ist ein Gegensatz, Recht und Staat. Und deshalb wäre die Wahl in diesem nicht mehr sozialistischen System die Rechtsordnung, die es immer gibt und die es immer braucht und die immer nützlich ist, ohne Staat zu organisieren. Ich versuche mal das zu tun, sozusagen nicht jetzt modellhaft von heute, ja, da müsste man sich so und so verändern, sondern fast so etwas wie ein Rückblick aus einer besseren Zukunft zu wagen. Irgendmal im Jahre 2000, ich weiß nicht wann, noch nicht nächstes Jahr bei der nächsten Konferenz, wenn es 30 Jahre her ist seit dem Zusammenbruch der DDR. Aber irgendwie versuchen wir mal, uns in eine Situation zu versetzen, wo wir es geschafft haben. Und wie sieht es dann dort in jener Zukunft mit dem Recht aus? Da sage ich, da haben wir dann eine Rechtsordnung, aber inzwischen funktioniert sie eben ohne Staat. Diese Frage bekomme ich natürlich oft gestellt, ja, das mag ja sein, dass der heutige Staat nicht aufgeht oder dass die heutige staatliche Rechtsordnung nicht aufgeht, aber was ist denn die Alternative? Werde doch bitte mal konkreter. Und ich versuche jetzt mal etwas konkreter zu werden. Dass der heutige staatliche Rechtsapparat, das heutige staatliche System nicht aufgeht, das ist jetzt nicht mal das Hauptthema meines Vortrags. Das kann ich auch sehr schnell abhaken. Ich meine, eine Rechtsordnung, eine sogenannte Rechtsordnung, ein sogenannter Rechtsstaat, der vollmundig behauptet, er richte sich nach Recht. Und wenn man dann fragt, ja, wer definiert denn dieses Recht, dann sagt er, ich selbst. Das ist ja eine Karikatur, nicht? Das ist ja ein Widerspruch in sich und das wird einfach so hingenommen.
heute sehr breit und das kann es ja sicher nicht sein. Und vor allem, wenn man dann schaut, was er macht mit diesem Recht, das er macht, wenn er wenigstens jetzt noch all diese Normen, die er erlässt, nicht nur für das gemeine Fußvolk, sondern auch für sich selber erlassen würde, ginge es ja noch. Aber nicht zufälligerweise tut er das eben nicht. Er predigt Wasser und trinkt Wein in großen Zügen. Und beispielsweise, wenn es um einen Streit geht mit ihm selbst, wenn sie gegen den Staat prozessieren, stellt der Staat, jawohl, der Staat stellt die Richter. Nicht? Wenn man sich das vorstellt, diese Perversität, sie sind mit einem großen Unternehmen im Streit und dieses Unternehmen sagt, ich bin ein Rechtsunternehmen, wir können da vor Gericht gehen, aber nicht wahr, du bist ja einverstanden, ich stelle das Gericht. Eine Lachnummer, nicht? Also jedenfalls, das ist relativ rasch abgehakt, das ist nicht die Lösung oder das ist nicht Recht jedenfalls, aber was ist die Alternative? Wie funktioniert eine Rechtsordnung ohne Staat? Also wir haben eine Ordnung. Es ist vielleicht noch zu wissen, oft beim Plädieren für eine Rechtsordnung ohne Staat, ja, aber es braucht doch einfach eine Ordnung. Auch vorhin hatten wir es gehört, bei Bezug auch zum Christentum, irgendwie, es braucht doch, das ist irgendwie die gottgewollte Ordnung, irgendwie eine Institution braucht es doch, es braucht doch Ordnungsstrukturen. Und da sage ich, selbstverständlich braucht es das. Aber bitte keine mit Monopol. Also eine Ordnung haben wir, aber eine ohne irgendwelche Rechts- oder Gewaltmonopolisten. Weil die werden, und das hat ja die Geschichte weiß Gott gezeigt, ihr Monopol, wie alle Monopolisten, ganz unverblümt missbrauchen. Also jedenfalls, das ist irgendwie die Grunderkenntnis, die man haben muss beim Nachdenken über eine Alternative. Es geht nicht um das Streichen von Regeln, von Ordnung, sondern es geht um ein Ordnungssystem, aber ohne Monopolisten. Der Mensch ist jetzt in diesem Jahr 2000 und irgendwas auch nicht etwa besser, als die Menschen damals im Jahre 2019 noch waren. Nicht? Er ist genau so. Auch böse und genau deshalb werden wir dann sagen, war es ja auch viel zu gefährlich, denen Rechtsmonopole zu geben. Weil er nicht so gut ist, der Mensch, soll man ihm diese Macht nicht einräumen. Genau deshalb. Er ist auch nicht schlechter. Also auch die guten Eigenschaften, die hat er nur, ich glaube, das können wir im Jahr 2000 und X dann sagen, diese Gutheit, die früher da diese Blaublütigen für sich beansprucht haben, das schaffen auch wir Rotblütigen ohne weiteres. Also diese Rechtsordnung, diese dezentrale Rechtsordnung, da fragt sich jetzt eigentlich mal, was ist denn das Recht überhaupt? Man kommt plötzlich so zu ganz banalen, aber auch sehr grundsätzlichen Fragen, um was geht es denn bei diesem Business? Beim Rechtsbusiness, was ist Recht? Und wahrscheinlich ziemlich banal auch, Recht ist nicht irgendwie etwas aus einer besseren Welt da zu uns hinunterzuholen, sondern schlicht und einfach die Beilegung von Konflikten. Es gibt Konflikte, die werden ausgetragen, ruppig, wenn es sein muss, aber die gilt es jetzt irgendwie in den Griff zu bekommen. Also mit anderen Worten, in dieser Rechtsordnung wird es selbstverständlich Konfliktlösungsanbieter geben. Ganze Konfliktlösungssysteme wird es geben, die natürlich immer in einem gegenseitigen Wettbewerb stehen. Also da gibt es Strukturen, die sind vergleichbar mit unseren Rechtsstrukturen, Abläufe, Instanzen und so weiter. Aber keine dieser Konfliktlösungsanbieter hat ein Monopol. Hat ein formelles Monopol. Kein formelles. Es kann sein, dass einer derart gut ist, dass er natürlicherweise eine monopolistische Stellung hat. Aber er kann niemandem verbieten, ihm dann doch wieder eines Tages Konkurrenz zu machen. Das ist der Unterschied zum heutigen formellen Gesetzgebungs-, Gewalt- und Justizmonopol, das der Staat hat. Es wird da regelgeleitete Organisationen geben in diesem Jahr X.
Das können Vereine sein, Genossenschaften, Firmen, Kirchen nicht zu vergessen. Also da gibt es sehr konkrete Regelungsgebilde, denen man angehören kann, die ihre eigenen Konfliktlösungsmechanismen haben, ihre Rekurswege, ihre Autoritäten, die das entscheiden. Also das sind diese Verfahren, die wir auch kennen aus der heutigen Rechtsordnung, die sind aber bei verschiedenen solchen Clusters quasi angeordnet. Die sind in Organisationen, die es auch schon gibt. Das ist nicht aus einer anderen Welt, das kann man sich so vorstellen. Es gibt auch, und das ist, glaube ich, ein interessanter Gedanke bei einem solch alternativen Modell, es gibt auch die, die sagen, wir haben jetzt da unseren Staat, nicht? Wir sind die Etatisten alter Schule, wir lassen uns das nicht nehmen, wir haben den Staat. Und da würde ich sagen, aber bitteschön, ich will ja niemandem vor seinem Glück stehen, nicht? Also diejenigen, die sagen, ja doch, wir brauchen doch den Staat und so weiter, der mir irgendwie vorgibt und meinem Nachbarn und meinen Kollegen vorgibt, wie sie sich zu verhalten haben, dann sage ich, bitte, also das nehmen wir euch nicht weg, bloß, da seid ihr doch wohl einverstanden, jemanden dazu zwingen, das wollt ihr ja wohl auch nicht. Und ich glaube, in dem Sinn ist das eine Losung einerseits auch für den Aufbruch in diese nicht andere Welt, in diese entstaatlichte Rechtsordnung, um zu sagen, also all die, die den Staat wollen, und wenn das 99% sind, aber bitte sehr, ja, selbstverständlich, habt ihn, nur dieses eine Prozent da, lasst doch das bitte auch nicht Mitglied sein. Ja, aber wenn die dann alt und krank werden, dann lass doch das deren Problem sein. Nicht? Die werden sich wohl zu organisieren wissen. Und ich meine, dass dieses eine Prozent in einem solchen Fall sehr schnell anschwellen wird. Also jedenfalls, warum nicht auch solche, wie es noch Monarchisten gibt, die vielleicht sogar mit einem konkreten König daherkommen, ist ja auch nicht sein zu wenden, solange die Mitgliedschaft freiwillig ist und niemand dazu gezwungen werden soll. Jetzt gibt es natürlich das Problem, ja, was ist, wenn denn zwischen diesen Clusters, zwischen diesen Organisationen ein Streit ausbricht, aber auch das ist ein Problem, das nicht neu ist. Das ist bekannt heute im sogenannten internationalen Privatrecht, ist das eine gängige Problemstellung, dass es verschiedene Rechtsordnungen gibt und selbstverständlich gibt es auch zwischen denen Konflikten und dann gibt es diese Conflict of Law Rules, also die eben internationales Privatrecht, welches Recht ist überhaupt unter welchen Voraussetzungen anwendbar. Das sind Probleme, die nicht immer einfach sind, aber das sind nie einfache Probleme und auch die sind lösbar. Ja, und was ist jetzt mit denjenigen, die nirgends mitmachen? Nicht, es gibt ja auch die Asozialen, die Renitenten, die Brutalen, die Egoisten, selbstverständlich gibt es die. Vielleicht gar nicht so viel, wie man immer sagt, aber es gibt sie. Das ist nicht zu bestreiten, denn wir sind mal die Blockfreien, nicht? Also, die jetzt nicht irgendwo angeschlossen sind, die man quasi bei ihrer Zunft behaften kann, sondern da gibt es eben die Konflikte, ja? Die sind mal da. Die haben wir immer da, die haben wir auch heute. Und da gibt es den Kampf. Und die Kampfaustragung jetzt, und jetzt komme ich ein bisschen in Themen, die wir auch heute Morgen gehört haben mit diesen Netzwerken, eine solche Kampfaustragung, die ruft nach Unterstützung, nach Miteinbezug von Dritten, das sind diese Leute, die Stefan Blankarts Verwandte nennt, das sind Seelenverwandte beispielsweise auch, das sind beim unmittelbaren Übergriff Leute, die vorbeigehen, das sind Schutzorganisationen und so weiter. Also wenn das Getöse des Kampfes losgeht, dann lockt das andere an. Also ein Streit ist immer ein gewisses soziales Ereignis, das andere mit einbezieht. Da kommt eine Gruppendynamik in Bewegung, die ganz natürlich Richtung Lösung sucht. Da soll ein Streit beigelegt werden. Das ist nicht der X und der Y, der etwas entscheidet da, sondern
da gibt es ganz natürliche Vor. Geht ja nicht. Ja, halt, das darfst du doch nicht. Halt, der hat was weggenommen. Dem rennen wir nach und der wehrt sich aber auch wieder. Und also da kommen Prozesse in Gang, die im Grunde genommen, wenn man das so anschaut, wie man vielleicht solche Situationen kennt, die immer in Richtung gehen, das Ganze soll am Schluss wieder beruhigt sein und sich gelöst haben und der Bösewicht soll die Strafe haben oder soll es zurückgeben und so weiter. Diese natürliche Tendenz der Konfliktlösung, das ist, glaube ich, ein sehr wesentliches Element. Das würde eine ganze Tagung füllen und kommt wieder zur Frage, was ist eigentlich Recht? Also die Konfliktlösung, wenn jetzt da ein Prozess in Gang kommt, der dazu führt, dass diese Turbulenzen zurückgehen, dass etwas wieder zurechtgerückt wird, zurechtgerückt, das ist das Recht, von dort auch das Wort, diese natürliche Konfliktlösung. Was ist das für ein Phänomen? Es führt uns dann zur Frage, müssen diese Regeln gesetzt werden oder kommt das phänomenologisch aus diesem Konflikt heraus? Und genau das, meine ich, ist ein Grundphänomen, das immer wieder vergessen geht. Mir kommen dann immer natürliche Konfliktlösungen in den Sinn. Und ich habe hier einen kleinen Ausschnitt, ein Bild aus einem Buch zu solchen Konfliktlösungen, natürlichen Konfliktlösungen von einem Herrn De Waal. Das Buch heißt Good Natured, ein holländischer Fachmann des Fachs Primatologie. Und das Bild, das ich da habe, geht so. Da haben wir einen natürlichen Konfliktlösungsprozess. Wir haben einen Streit, wie ich ihn vorhin jetzt beschrieben habe. Wir haben da zwei Damen, hier links und hier rechts, die streiten sich über dieses Futter da. Das ist beobachtet, das ist nicht jetzt einfach hinterher so, ah, was könnte das sein, sondern da ist ein Konflikt beobachtet worden im Rahmen einer ausgedehnten primatologischen Studie. Und was geschieht dann? Jetzt kommt dieser eine, das ist diese Autorität, die wir auch vorhin in diesem Netzwerk gesehen haben, diese Autorität, die da kommt und sagt, halt, halt, was ist da passiert? Man sieht die Gestik, er schreit vielleicht noch dazu. Der heißt Jimo, ein Männchen. Ich will jetzt nicht die Gender-Diskussion da auch noch reinbringen, also zwei Damen streiten sich und der Herr kommt da, um das zu schlichten, aber lassen wir das jetzt beiseite. Ein natürlicher Konfliktlösungsablauf jedenfalls. Lustig ist für unsere eigene Zunft, Herr Kollege Carlos, nicht? Und anderen Juristen, da hat es auch bereits die Advokatenzunft dabei. Dieser da und dieser da, die sind herbeigerufen von den anderen. Advocati, nicht? Das sind die Herbeigerufenen. Und die haben so irgendwie so Sekundantenfunktion. Die sind dabei, der eine bei der einen, der andere bei der anderen. Und daraus ergibt sich diese Lösung. Jetzt, wie gesagt, ein ganz weites Feld. Und Sie werden jetzt sagen, halt, halt, wir sind Menschen, das sind Tiere. Ich will das jetzt in diesem Referat nicht vertiefen. Eine hochinteressante Frage. Aber zumindest anregen, überlegen Sie mal, wenn Sie das so anschauen, man sagt ja gerne, ah, interessant, die Affen verhalten sich eigentlich fast ein bisschen wie Menschen, nicht? Versuchen Sie mal die Frage umgekehrt zu stellen. Die Menschen verhalten sich fast ein bisschen wie die Affen, nicht? Hochinteressant, also interessant, bleiben Sie da dran, ich glaube. Und wenn man da reingeht, übrigens, das ist, glaube ich, die ziemlich einzige Differenz, die ich mit Hans Hoppe habe. Mit Hans Hoppe bin ich wirklich mit allem, obwohl wir von ganz unterschiedlichen Seiten kommen und uns erst spät kennengelernt habe, eins zu eins einig in vielen Details, aber so bei diesen Herleitungen, das sieht er anders. Ich bin dann naturalistischer. Und wenn ich von natürlichem Recht rede und natürliches Recht suche, dann suche ich natürliche Verhaltensgesetzmäßigkeiten. Und ich glaube, solche findet man hier in diesem Ja, jetzt geht es schon ein bisschen Ende entgegen. Ich versuche jetzt noch Gas zu geben, diese natürlichen Verhaltensgesetzmäßigkeiten. Es kommt da die Rule of Law
zum Tragen. Die Rule of Law, das kennt man vom Verfassungsrecht, von der Verfassungsgeschichte. Der Staat, der soll sich nach Regeln verhalten. Ich habe die Widersprüchlichkeit erwähnt. Es gibt sie auch im naturwissenschaftlichen Sinn. Die Rule of Law, die Welt funktioniert nach Gesetzmäßigkeiten. Das sparen wir auf die Diskussion vielleicht nachher mit Urknall und so weiter, die Singularität des Urknalls und die Gesetzmäßigkeit des Ablaufs, in der wir stehen, und eben auch das Verhalten folgt Gesetzmäßigkeiten. Töten ist nicht deshalb verboten, weil es im Strafgesetzbuch steht, sondern es steht im Strafgesetzbuch, weil es verboten ist. Dafür braucht es den Gesetzgeber nicht. Niemand muss Gesetze geben, den Gesetzgeber und schon gar nicht den monopolistisch-staatlichen Gesetzgeber braucht es nicht. Gesetze gibt es. Das ist, glaube ich, die Kernaussage. Das schlägt sich dann auch in ganz konkreten Dingen wieder. Die muss ich jetzt, glaube ich, schnell überspringen. Ich habe mir Gedanken gemacht, auch in Hard Cases, Kriminalität. Ich springe da jetzt ein bisschen drüber. Ist das recht, dass wir einigermaßen im Zeitplan bleiben können? Ich glaube, auch strafrechtliche Fälle lassen sich so bewältigen. Ich könnte das gern noch mit entsprechenden Sanktionen dann auch ausführen, oder wir kommen dann in der Diskussion dazu. Auch die Landesverteidigung, dieser Mythos der nationalen Verteidigung, das lässt sich mit privaten Söldnerarmeen erledigen und Auftraggebern aus der Versicherungsbranche. Umweltschutz, solche Dinge. Ich glaube, da müssen halt die Umweltschutzorganisationen den Konflikt austragen und sich nicht mit den Monopolisten verbünden, die da, der dann ideologisch irgendwas anordnet. Also das jetzt wirklich im Schnellzugtempo, auch schwache Gesellschaftsmitglieder. Wir sind ja, wie gesagt, im Jahr X nicht schlechtere Menschen geworden. Wir waren sie gar nie, wir waren auch gute Menschen, und es werden sich unsere Gutheit wird weniger behindert sein durch diese staatlichen Wohltätigkeitsmonopole. Also da wird es vielfältige Hilfsangebote geben. Es wird nebenbei gesagt weniger Incentives geben, ein schwaches Gesellschaftsmitglied zu sein. Das darf man auch noch vergessen. Ja, wie es dazu kam, dass wir jetzt in einer Welt ohne Staat leben, vielleicht wurde einfach mal vergessen. Wäre auch schön, so ein bisschen wie die Kirche, nicht, die sich gelehrt haben. Ja, da war mal eine Kirche und die hatte sogar mal gesagt, ihre Gesetze seien universal gültig, und die wurden gar nie aufgehoben, die Gesetze, aber man hat sie vergessen. Vielleicht ging er auch Konkurs, es gab vielleicht noch Widerstand. Man hatte gewagt zu denken, es gehe auch ohne Staat, wie zum Beispiel heute, nicht? Das sind so Anfänge einer solchen Bewegung, wie man dann sagen kann, jetzt ist es dazu gekommen. Haben wir das Paradies auf Erden erreicht jetzt? Sicher nicht. Aber wenigstens nicht die Hölle, wie wir das bisweilen bei den Staaten hatten. Auch schon was, nicht? Und jetzt, wie geht es weiter? Das ist doch ein allerletzter, ganz kurzer Punkt. Wie geht es weiter in diesem Stadium, wenn man jetzt mal das erreicht hat und eingerichtet hat? Wir kommen mit den Konfliktlösungen zurecht. Ohne diesen Monopolisten geht es jetzt gut weiter, sogar noch mehr in Richtung Anführungs- und Schlussstrichen Paradies, oder fallen wir wieder zurück in die Hölle? Also das Recht des Stärkeren wird sich doch jetzt durchsetzen. Das ist ein Argument, das natürlich immer kommt. Und meine Antwort darauf lautet dann so: Das Recht des Stärkeren, jawohl, das Problem haben wir. Die Tendenz dieser Aggressoren, die gibt es, kein Zweifel. Dazu müssen wir eine Antwort geben können. Und dazu gibt es diese Mechanismen, die ich vorhin erwähnt habe, diese Konfliktlösungsmechanismen. Das wird im Prinzip eine valable Alternative sein. Jetzt sagen die Etatisten, ja, ja, im Prinzip schon, aber dann gibt es halt den Brutalen, der sich da durchsetzt und der dann noch stärker ist. Und wenn du dann den Leviathan nicht rufen kannst, dann setzt sich eben der da durch. Dann sage ich, ja, also möglich schon, aber das löst doch auch etwas breitere, organisierte Gegengewalt aus. Also gut, sagt der Etatist, aber wenn jetzt diese Gegengewalt nicht stark genug ist, dieser Aggressor ist jetzt wirklich aufgerüstet, dann sage ich, ja, aber es gibt ja immer noch
die Macht der Reputation. Nicht? Es macht sich auch nicht gut, derart brutal zu sein. Irgendwie die Medien werden dann vielleicht gegen ihn schreiben und so weiter. Dann sagt er, das ist ja gut und recht, aber wenn er es schafft, er ist ja auch nicht blöd, wenn er es schafft, auch noch die Medien auf seine Seite zu bekommen, wenn er auch noch bei all dem seine eigene Reputation aufbauen kann, dann sage ich, okay, dann kommt aber vielleicht eine dritte Intervention, ein anderer Starker wird sich dann schon gegen ihn wenden. Ja, vielleicht, du hast ja recht, aber wenn auch das nicht klappt, ja, dann gibt es vielleicht noch den mutigen Tyrannenmörder, sage ich. Ja, gut und recht, aber dieser Machtmensch hat natürlich ein Sicherheitssystem aufgebaut, der ist, der kommt da nicht weit. Und dann sage ich, okay, also du bleibst hartnäckig, nicht? Ich habe auch Antworten gegeben. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass es so weit kommt, ist nicht so groß, sie ist nicht null. Also die Gefahr, dass wir nicht wieder in die Hölle abrutschen, ist nicht gebannt, die ist immer da. Aber wir haben eine Kaskade von Abwehrmöglichkeiten. Und erst wenn diese alle reißen, dann haben wir das Problem. Dann haben wir diesen Aggressor, dieses Recht des Stärksten von allen, der alles niederwalzt, der sogar noch eine gute Reputation hat, der ein eigenes Sicherheitssystem hat. Und dann haben wir den Staat. Also lieber bloß die Gefahr eines Staats, die Gefahr des Worst Case, die gar nicht so groß ist, als den Worst Case selbst. Und eben aus diesem Grund lieber Recht statt Staat. Besten Dank. Applaus